Ja, liebe Leute, Agathe ist wieder dabei. Ist der nächste Gegner. Und ich bin wieder am Start mit unserem neuen veränderten Team. Wir wollen ja auch die Rematches. Wir sind mitten in den Rematches der Top 4 und wollen unseren Champ-Titel natürlich auch verteidigen. Und wie gesagt, es sind jetzt eigentlich noch offiziell 2 Trainer, soweit ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß nicht, wie das mit dem Champ aussieht. Schauen wir dann auf jeden Fall mal. Ja. Also 2 bis 3 Trainer noch und dann sind wir hier wirklich mit dem Let's Play durch. Ah, da bist du ja. Wenn du glaubst, dass du mich aufs Neue besiegen kannst, bist du auf dem Holzweg. Los, zeig mir, was du drauf hast. Jo, gucken wir nochmal, ne? So, Top 4 Agathe mit 6 Pokémon insgesamt. Der erste... Oder den Anfang macht das gute Arbok. Gut, versuchen wir es doch mal. Erstmal drauf mit Erdbeben. Level 63 ist dieses Arbok. Ja, das ging aber relativ schnell. Mal gucken. Ich werde durchstoppen. So, eigentlich könnt ihr Mythos und Swipe durchschießen. Oh, Knogger. Nee, ich bin dabei. Warum ich dabei bleibe? Ganz einfach, weil Knocker vom Typ Geist Feuer ist. Das hatte ich mir schon fast nicht gedacht. Ich probiere es jetzt natürlich nochmal mit dem Erdbeben. Es ist übrigens die Alola-Form. Also tatsächlich der zweite Trainer, der sich ein Alola-Pokémon dabei eingesetzt hat. Flammenblitz, klar. Okay. Dann gehst du jetzt auf Matschbombe und damit war es das schon mal. Ja, nimm die Matsch. Tschüss. Nächste Pokémon. So. Nächste Pokémon ist Mokmok. Aber nicht diesmal die Gala-Form oder sonst eine Sonderform, sondern normale Kanto-Form. Und tschüss. Okay, ich krieg's noch ein bisschen was weg. Jetzt nicht gerechnet. Ich dachte mir, okay, das kriegen wir jetzt schon irgendwie hin. Das, aber wenn Nido King tut es tatsächlich und das Dankeschön, mein kleines. Nido King habe ich auch schon seit, ach Gott, seit Anfang an eigentlich schon. So, dann haben wir das Mokmok down. Das heißt, wir haben jetzt 3 Pokémon von ihr weg. Die Frage ist, was hat sie. Ah ne, sie hat Knorga gehabt als Zusatz-Pokémon. Okay. Ja, alles gut. Ich gehe mal auf Evoli, weil dann kann Gengar keine Geistattacke einsetzen. Wir gehen mal drauf auf die Quillzone. Na ehrlich, na klar. Okay. Ja, nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Alles gut. Verbrennt ein bisschen nur jetzt. Aber Evoli, das kriegen wir schon irgendwie hin. Wenn du Glück hast, kannst du deine Spezialfähigkeiten einsetzen, dann kannst du das Feuer wegkriegen. Aua. Ja, noch nicht ganz. Dann machen wir es nochmal. Damit eine Matschbombe, okay. Das, was ich mit Nido King eingesetzt habe, aber das ist mir egal. Tschüss, Nido, tschüss, Gengar. So, damit ist auch Geschichte. Mal gucken, was haben wir noch? 2 Pokémon, okay. Haha, macht's doch. Okay, dann kommt noch ein Gengar jetzt ins Spiel. Okay, zweites Gengar. Level 64. Die Frage ist, was hast du als letztes noch? Matschbombe, ey, bleib dabei. Okay. Das ist alles gut. Komm, jetzt mit einem Volltreffer noch. Ah, nicht ganz, okay. Dann gehe ich auf Taugenesung. Ah, ich krieg das schon irgendwie hin. Also, das ist, denke ich mal, wir sind gut aufgestellt, was das betrifft. Okay. Kampf. Und dann gehe ich auf Pulsieraura. Du gehst weiterhin auf deine Matschbombe, okay? Oh, das kriegst du noch. Jawohl. Ah, verdammt, du Sack, Alter, das kann doch nicht sein. Komm jetzt. Evoli,
Die letzte Matschbombe, die steckst du noch irgendwie weg. Ach nein, das ist... Ich hatte fast gedacht, okay, die Matschbombe kriegt er weg. Jetzt kann er sich natürlich freuen, dass er meinen Gengar, mein Evoli runtergekriegt hat, aber das kriegst du jetzt mit einem Arktos zu tun. Hi, Strahl. Ja, du gehst auf weiter auf Matschbombe. Okay, du bleibst auf deiner Matschbombe. Aber es bringt dir nichts. Tschüss. Natürlich ist das jetzt ein Abstauber, was Arktos da fabriziert, aber es ist ja... Nächste Pokémon und Golbat, okay. Hat sie da noch eins? Oder sehe ich das jetzt gerade falsch? Ich sehe da, zwei. Nee, ist das letzte, ne? Gut, dann nochmal das Thema durch danach. So, Golbat mit Knirscher einsetzen. Okay, Arktos, wenn jetzt Blizzard trifft, dann ist das Thema Golbat eigentlich erledigt. Das sollte. Das sollte nicht reichen. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte mir, ja, das ist ein negatives Pokémon. Das sollte eigentlich ohne Probleme das hinkriegen. Aber irgendwie dann doch nicht. Aber egal, der zweite Turn, da macht das dann am Ende final Feierabend. So, damit haben wir es das erledigt. Die gute Agathe ist down. Ausgezeichnet. Und warum ich jetzt gerade Mr. Burns gedacht habe, weiß ich nicht. Naja, egal. Kein Wunder, dass eigentlich so viel von dir hält. So wie du und Jan miteinander wetteifert, erinnert ihr mich mehr an uns. Als wir noch jung waren, oder sehr an uns. Worauf wartest du noch? Ab in den nächsten Raum mit dir. So, okay. Der nächste, der uns jetzt, beziehungsweise nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge, anstehen dürfte, wäre der gute Siegfried. Und seine Drachen-Pokémon. Und dann sind wir durch. Eigentlich. Das dürfte der letzte oder maximal der vorletzte Trainer sein. Also zwei Folgen kriegen wir noch hin. Weil dann sind wir mit dem Let's Play hier nämlich durch. So. Gut. Dann speichere ich natürlich. Klar. Für den Fall, dass wir auf den Sack kriegen, kriegen wir es nochmal hin. So, bei Siegfried weiß ich nämlich nicht, was er in den Rematches für Pokémon besitzt. Das ist wieder das Problem an der Sache. So. Gut, dann gucken wir mal, was die Top 4 betrifft. Weil ich will in die W-Matches. Ich kann ja nicht gucken da. Auf der Seite. Gut, dann machen wir es so. Okay, du fängst an. Okay, dann weiß ich, womit du anfängst. Ja, und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an beim guten Siegfried als nächsten Gegner. Bis dahin und tschüss.